Eine geheime Station am Südpol. Doch ist es eigentlich möglich, eine Station am anderen Ende der Welt, in der unwirtlichsten Region unserer Erde, dauerhaft zu unterhalten? Viele von euch hatten diese Fragen gestellt und ich habe dazu recherchiert. Und tatsächlich kann man diese Frage mit einem deutlichen Ja beantworten. Und nicht zuletzt gibt die Wissenschaft und ihre Forschung Aufschluss über diese Möglichkeit. Es war dem Dritten Reich gelungen, eine Station, oder besser gesagt eine Basis mit der Bezeichnung 211 zu errichten und zu unterhalten. Wie das Dritte Reich das geschafft hat, erfahrt ihr in dieser Dokumentation. Jeder, der Wissen über die geheimen Abläufe zu jener Zeit erlangte und diese veröffentlichte, wurde als Spinner abgetan. Zeitzeugen werden als unglaubwürdig abgestempelt und in eine Ecke gestellt. Selbst ein amerikanischer Offizier des Geheimdienstes, William Friel Heimlich, der damit beauftragt war, nach Hitler zu suchen, wurde in diese Schmutzkampagne hineingezogen. Sich Hitler und Eva Braun verabschiedet und Selbstmord begangen. Die Leichen seien in den Garten der Reichskanzlei gebracht und verbrannt worden. Vernehmungsprotokolle aus dem Jahr 1948 belegen, dass nur einmal im Dezember 1945 eine Gruppe von Vertretern der vier Mächte die Genehmigung erhält, an der Stelle zu graben, an der Hitler angeblich verbrannt wurde. Leitet wird die Aktion von dem amerikanischen Offizier William Heimlich, das Rätsel um den Verbleib Hitlers zu lösen. Es kam dann schnell heraus, er ist vom Militärgeheimdienst. Immer ging es um Hitlers Leiche, immer um die Leichen. Wer ist nun tot? Wer lebt noch? Da waren Soldaten dabei, die gegraben haben. Mein Mann stand dabei und hat zugeguckt, wie sie gegraben haben. Später hat er mir erzählt, ich habe den Hitler nicht gefunden. Die haben gesagt, die haben ihn verbrannt. Ich glaube das nicht. Ich habe darum gekämpft, dass man das versucht herauszufinden. Und sagen, ja, die anderen haben im Beispiel gesagt, ja, gar keinen Sinn, er ist ja verbrannt. Und mein Mann hat dann gesagt, nein, nein, nein. Er sagte, ich glaube das nicht, dass er tot ist. Und er sagte, der Hitler, mein Gott, der wird doch gewusst haben, wie er hier rauskommt. Der hat bestimmt ein Flugzeug fertig gehabt und 1, 2, 3 war er weg. Also davon war mein Mann hundertprozentig überzeugt. Wir fanden kein Anzeichen von irgendwelchen menschlichen Körpern, wird Heimlich immer wieder beteuern. Und was noch bezeichnender ist, kein Zeichen irgendeiner Verbrennung. Bis zu seinem Tod 1964 behauptet William Heimlich in obskuren Veröffentlichungen, Hitler sei noch am Leben. Ein Mann, der als US-Geheimdienstler damit beauftragt war, nach Hitler zu suchen und alle Erkenntnisse zusammengetragen hatte, wird dann für seine Arbeit und dessen Ergebnisse als Spinner bezeichnet. Nur weil er über seine geheime Arbeit berichtete. Ähnlich erging es Dutzenden Menschen, die die Wahrheit kannten, weil sie an diesen Fällen der geheimsten Geheimhaltung mitgewirkt haben. Sie haben eine andere und genauere Sicht auf die Abläufe gehabt. Und sie haben die Dienstposten bekleidet, die strengster Geheimhaltung unterlagen. Wenn man keine charakterliche Eignung, überragende Intelligenz und besondere Fähigkeiten besitzt, kommt man erst gar nicht an diese Position. Dass diese besonderen Menschen plötzlich alle anfangen zu spinnen, ist mehr als unwahrscheinlich. Die meisten Menschen glauben öfter der Mehrheit als der Wahrheit. Tupac Shakur. So Freunde, an dieser Stelle ein ganz, ganz dickes und von Herzen kommendes Danke an euch. Küsschen gehen raus. Ich hab euch lieb. Die Kommentare, das ist mega geil. Ihr habt so viele nützliche Hinweise für mich. Guck mal hier, mach mal da. So funktionieren Satellitenbilder. Da kannst du das nochmal gegenprüfen. Und. Mega geil. Ihr befasst euch damit. Da sind richtig fundierte Sachen mit dabei, wo ihr euch wirklich richtig mit befasst habt, wo ich im Leben nicht drauf gekommen wäre. Ich recherchiere zu 90% alleine. Ich lasse das von meinem Team natürlich nochmal gegenrecherchieren, wenn ich mir irgendwo nicht sicher bin, etc. Gerade was das angeht, das ist halt ultimativ schwierig, da was zu kriegen, weil das halt geheimste Angelegenheiten sind bis heute. Da findet man nicht einfach Bilder und Dokumente, die sagen, pass mal auf, so ist das. Ne? Da muss man schon mal, aber das habt ihr im Griff. Die E-Mails, auch mega geil. Ihr schickt mir so viele Sachen mit Querverweisen, mit irgendwelchen Quellen oder guck mal hier und das war so, ich kannte den, ich kenne den oder das sind meine Eltern gewesen, die haben im Krieg Folgendes gemacht. Ich habe einen stehenden Kontakt nach Übersee, deutschsprachig natürlich, dementsprechend werden sie Ahnung von dem haben, was sie tun. Ihre Vorfahren waren in speziellen Verwendungen, sag ich mal, im Zweiten Weltkrieg eingesetzt. Das lässt sich auch verifizieren, das konnte man mir, also mir persönlich liegt das vor. Und
in diese Dokumentation ist da schon ein bisschen was mit eingeflossen. Guck da mal rein. Das sind Sachen, die kannte ich so auch noch nicht und die darf ich auch sagen. Also ich kann noch nicht über alles reden. Aber der Zeitpunkt kommt, da können wir das einfach mal alles, was ich habe, offenlegen und zeigen, was, wie, wo, welche Vorgänge und, und. Bis dahin bin ich noch an der Informationsgewinnung dran, müsst ihr mir ein bisschen Zeit geben, das kommt aber alles. Dann nochmal ein fettes Danke für die ganze Kanalunterstützung. Also PayPal ist auch mega gut am Laufen. Vielen Dank dafür, es wird 1:1 mit in meine Recherchen und in meine Videos, Reportagen, Dokumentationen mit einfließen. Für eine Antarktis-Expedition reicht das noch nicht, aber irgendwann mal, weil... Ja, nichts würde ich lieber machen als eine Antarktis-Expedition. Weil immer so viele sagen, pass mal auf, du darfst da gar nicht hin, das militärische Sperrgebiet. Du wirst abgedrängt, die schießen dich ab, die nehmen dich fest und, und. Das will ich halt rausfinden und deswegen muss ich da hinreisen. Also von einer Dokumentation auf die Reportage über, nämlich ich fahre da vor Ort hin, schau mich um. Ist das Militär wirklich da? Lassen die mich nicht weiter? Und vor allen Dingen, was finde ich da? Ja, ich würde gerne da in dem Bereich Nordschwabenland, weil da hat es angefangen, 38, 39, da würde ich gerne hinreisen und mich wirklich mal davon überzeugen, ob es da diese eisfreien Regionen gibt, ob es eventuell Zugänge gibt zu unterirdischen subglazialen Höhlen- und Seensystemen. All diese Sachen warten wir mal ab. Vielleicht kommt irgendwann der Zeitpunkt. Ihr habt mir auch schon angeboten mitzukommen, das finde ich auch super, super geil. Das ehrt mich, Freunde, in dem Sinne. Ich finde das mega, wie es läuft. Das ist eine gesunde... wirklich super gesunde Community. Der Umgang untereinander ist so geil. Dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Es geht gar nicht geiler, denn ich bin auch immer nur so gut wie meine Community und zusammen rocken wir das Ding. Freunde, in dem Sinne wünsche ich euch jetzt schon mal viel Spaß mit der Dokumentation. Wir schnacken gar nicht lang, wir gehen rein. Die Antarktis ist eines der am wenigsten erforschten Gebiete unserer Erde. Nur wenige ausgewählte Wissenschaftlern ist es möglich, dort Forschung zu betreiben. Doch die wenigen Forschungsstationen, die in dieser entlegenen und lebensfeindlichen Region forschen, reichen nicht annähernd aus, um die Antarktis in Gänze zu erforschen. Viele Erkenntnisse wurden über Jahrzehnte von der Wissenschaft selber ausgeschlossen und erst kürzlich entdeckt. Jetzt zu glauben, man wüsste, was in der Antarktis vor sich geht, ist äußerst naiv. Die Antarktis hat eine Gesamtfläche von 13.660.000 Quadratkilometern. Damit ist die Antarktis 2,7 Millionen Quadratkilometer größer als der europäische Kontinent. Ein Team von ca. 4000 Wissenschaftlern, verteilt auf 80 Forschungsstationen, sollen diese riesige Fläche erforschen, die sie nichtmals komplett betreten können, da die Temperaturen bis unter minus 80 Grad Celsius fallen. Für Zivilisten ist die Antarktis gesperrt. Auch der Luftraum ist Sperrgebiet. Sie darf nicht betreten oder erforscht werden. Eine privat finanzierte Forschungsmission wäre bei der besten Vorbereitung und unter fachkundiger Leitung somit ausgeschlossen. Wir sollten uns mal die Frage erlauben, warum das so ist. Es wird gerne in diesem Zusammenhang relativiert. Es gibt doch Forschung. Ja, natürlich, die gibt es, aber definitiv zu wenig für dieses riesige Gebiet. Selbst Touristen dürfen dorthin fahren. Ja, das stimmt auch. Es gibt Kreuzfahrten, die um die Antarktis küstennah herumfahren. Es gibt sogar Plätze, da dürfen die Schiffe am Eispanzer anhalten und die Passagiere das Eis betreten. Aber bedenken wir, dass die Antarktis 2,7 Millionen Quadratkilometer größer ist als Europa. Wenn ich da als Tourist auf einer Eisscholle Urlaubsbilder gemacht habe, dann habe ich wie viel von der Antarktis gesehen? Richtig, nichts. Auch fliegen dort Flugzeuge und es gibt sogar Flughäfen. Ja, das stimmt auch. Die Forschungsstationen werden zumeist aus der Luft versorgt und es gibt in der gesamten Antarktis mehr als 40 Flughäfen. Aber fast alle werden vom Militär betrieben. Warum unterhält das Militär dort Flughäfen, wenn die Antarktis laut dem Antarktisvertrag zwischen 60 und 90 Grad südlicher Breite ausschließlich friedlich genutzt wird? Soll heißen, Militär ist verboten und trotzdem ist es ein Tummelplatz für Militärs. Gesamtheitlich gesehen versteht sich. Das Verbot des Betretens soll das Ökosystem schützen. Doch ist es wirklich der wahre Grund? Halten wir wirklich alle Staaten seit 1959 an einen von 12 Staaten unterschriebenen Vertrag? Obwohl bekannt ist, dass die Antarktis eine Vielzahl an Bodenschätzen zu bieten hat. Im Zeitalter der Rohstoff- und Energieknappheit ist es kaum vorstellbar. Wo wir bei den unendlichen Ressourcen der Antarktis sind, schauen wir nun auf die Basis 211 und wie solch eine Station betrieben und unterhalten werden konnte. Laut Zeitzeugenberichten gab es einen regelrechten Pendelverkehr zwischen Deutschland und der Antarktis. Auf diese Weise hat man die benötigten Materialien und Menschen an diesen entlegenen Ort verbracht. Geht man davon aus, dass dort eine Station errichtet wurde, dann müsste diese aus Deutschland versorgt werden. Ähnlich wie die Forschungsstation heute.
Doch eine solche Versorgung ist teuer und bindet Kräfte und Ressourcen, welche das Dritte Reich inmitten des Zweiten Weltkrieges, der gleich an mehreren Fronten geführt wurde, nicht aufbringen konnte. Und ergo hat es eine solche Station nie gegeben. So zumindest die öffentliche Version. Doch erinnern wir uns an die Station am Nordpol. Von dieser Station mit dem Namen Schatzgräber hat man jahrzehntelang auch behauptet, es hätte sie nicht gegeben. Die Nationalsozialisten hätten ein solches Unterfangen nicht bewerkstelligen können. Die Station galt als Mythos, da es keine harten Beweise gab. Ähnlich wie die Basis 211 am Südpol. Doch 2016 sollte sich der Mythos einer dauerhaft bemannten Station am Nordpol bewahrheiten. Russische Forscher haben die Überreste der Station gefunden und sie waren deutsch. Mit diesem Wissen über vermeintliche Mythen zwecks mangelnder Beweislage gehen wir zurück in die Antarktis. Eine Station wurde von den Deutschen im ewigen Eis errichtet, aber unter anderen Voraussetzungen wie am Nordpol. Während der deutschen antarktischen Expedition fand man eisfreie Regionen und warme unter dem Eis befindliche Höhlen oder besser gesagt ein System aus Höhlen, Süßwasserflüssen und Seen. Diese subglazialen Höhlen waren trocken und bewohnbar und hier hat man eine Station gebaut. Kritiker sehen hier die größte Schwachstelle und sehen sich darin bestätigt, dass man hätte eine solche Station nicht autark betreiben können und die Versorgung sei zu kostspielig gewesen. Doch übersehen diese Experten einen aber entscheidenden Punkt. Die Rede ist von dem Reichtum an Bodenschätzen. Die Antarktis hat riesige Vorkommen an Eisenerz, Kohle, Uran, Nickel, Kupfer, Platin, Molybdän und sogar Gold. Zudem verfügt die Antarktis über Erdöl und Erdgas. Doch wie soll das möglich sein? Wissenschaftler haben festgestellt, dass sich vor ca. 90 Millionen Jahren riesige Regenwälder auf diesem Kontinent befunden haben. Also vor der Eiszeit, die bis heute dort herrscht. Wo es ein solches Ökosystem gab, entwickelt sich aus deren Überresten Erdöl und Erdgas. Zudem gibt es dort viel vulkanische Aktivität. Diese hat man sich ebenfalls zu Nutzen gemacht. Erst 2017 fanden Forscher viele dieser Vulkane, die vorher laut Wissenschaft unmöglich dort vorhanden sein konnten. 2018 fanden Forscher riesige Täler. Das größte Tal hat eine Länge von 350 Kilometern und eine Breite von 35 Kilometern. Eine Entdeckung, die man lange für unmöglich gehalten hat. Was sich noch alles unter dem ewigen Eis befindet, ist nicht bekannt und die Wissenschaft kann nur mutmaßen. Dank modernster Technik kommt man Stück für Stück an neue gigantische Entdeckungen heran. Teilweise verändern sie das gesamte Bild, was man bis dato von dem antarktischen Kontinent hatte. Bedenken wir, ein Großteil der Fotos, die von der deutschen antarktischen Expedition angefertigt wurden, sind bis heute unauffindbar. Was also haben die Deutschen dort gefunden und fotografiert? Und wie können solche Bilder verschwinden, wenn sie nicht der Geheimhaltung unterliegen? Das bedeutet, wenn man diese Ressourcen abgebaut hat, dann konnte man mit dem Versorgungsschiff Material anliefern und Rohstoffe abtransportieren. Kritiker hingegen sehen sich bestätigt, dass diese Rohstoffe tief unter dem Eis liegen. Das stimmt nur zum Teil. Auch die Operation von Byrd, die nachweislich im Bereich Nordschwabenland durchgeführt wurde, fand riesige Kohlevorkommen. Jetzt kommen laut unveröffentlichten Aussagen von Zeitzeugen erneut erstaunliche und erschreckende Erkenntnisse ans Tageslicht. Im Bereich Nordschwabenland soll es riesige Tagebrüche geben. Dort wurde im großen Stil diese Rohstoffe gefördert. Ein Aufklärungsflug soll eine Mine aufgeklärt haben. Daraufhin entsendeten die US-Amerikaner im Rahmen der Operation Hydra Bodentruppen. Diese Truppen setzten sich aus Tausenden aus Neuseeland eingeflogenen Marineinfanteristen zusammen. Weil sie nachträglich und von außerhalb der USA dorthin verbracht wurden, tauchte ihre Stärke auch nicht in den offiziellen Unterlagen auf. Die große Streitmacht näherte sich aus mehreren Richtungen und man versuchte, die Mine zu umstellen. Dieser Versuch blieb von den Deutschen nicht unbemerkt und man wehrte den Angriff mit Luftstreitkräften ab. Überlebende des Angriffes berichten von merkwürdigen Flugobjekten, die mit großer Geschwindigkeit und lautlos am Himmel auftauchten. Sie blieben dicht über den Infanteristen stehen. Sie schwebten förmlich über den Köpfen der Soldaten. Die Soldaten gaben später zu Protokoll, dass sie diese scheibenförmigen Fluggeräte als deutsch identifiziert haben. Seitlich sowie unten an den Flugobjekten befanden sich Balkenkreuze, also deutsche Erkennungszeichen der Streitkräfte. Die Soldaten konnten es sehr gut beobachten, da die Fluggeräte sie nicht sofort angegriffen haben. Wie aus dem Nichts tauchten weitere Fluggeräte auf und eröffneten unangekündigt das Feuer. Auch wurden die Infanteristen von Bodentruppen angegriffen.
Ob es sich bei dem Angriff um einen bodengeführten Luftschlag handelt, ist unklar. Einige Aussagen deuten auf eine völlig neue Art der Kriegsführung, heute aus der modernen Kriegsführung bekannt hin. Die Rede ist von Forward Air Control, also Bodentruppen, die vom Boden aus einen Luftschlag koordinieren. Zu Deutsch, dort waren Fliegerleitoffiziere im Einsatz. Diese speziellen Soldaten fordern und koordinieren von einer vorgeschobenen Position aus einen Luftunterstützungseinsatz. Laut den Berichten der Soldaten hat man in der Ferne mögliche feindliche Stellungen aufgeklärt. Kurze Zeit später trafen die ersten Flugobjekte ein, haben hier Forward Air Controller den Rundflugzeugführern Position und Stärke der gegnerischen Kräfte gemeldet und den Einsatz und Wirkung der Bordwaffen beobachtet. Offensichtlich verfügte diese Station über sehr fortschrittliche Verteidigungstechnik, wobei auch hier Lehren aus dem letzten Krieg gezogen wurden. Hier hat das Zusammenwirken von Boden- und Luftstreitkräften effizient gewirkt und die feindliche Armada wurde binnen kürzester Zeit vollständig vernichtet und der Angriff somit abgewehrt. Dabei wurden fast alle Marineinfanteristen getötet. Die Mine zum Abbau von kriegswichtigen Rohstoffen wurde erfolgreich verteidigt. Hochrechnungen zufolge hätten die Vorräte an seltenen Rohstoffen, die wichtig für die Rüstungsproduktion war, spätestens im Jahre 1942-43 ausgeschöpft sein sollen. Doch war sie aber nicht. Es konnte ungehindert weiter auf alle Rohstoffe zurückgegriffen werden. Woher hatte das Dritte Reich also den Nachschub an Rohstoffen? Kam dieser aus den Minen der Antarktis? Wurden diese Rohstoffe mittels U-Booten nach Deutschland geliefert? Ein Teil der Rohstoffe wurde durch Tagebau ausgebeutet und der überwiegende Teil unterirdisch. Zudem soll es große Häfen in dieser Station geben, die nur durch U-Boote zu erreichen waren. Sprich, man musste unter dem Eis durchtauchen, um in die Station zu gelangen. Das ist auch möglich, da jüngste Entdeckungen der Wissenschaft eindeutig zeigen, dass sich Verbindungen zwischen den warmen Seen und dem Meer befinden. Diese haben im Laufe der Zeit gigantische Ausmaße erreicht. Also hat man große Kanäle im ewigen Eis, die wasserführend sind und groß genug, um mit U-Booten dorthin durchzutauchen. Zudem soll man die geförderten Rohstoffe direkt vor Ort genutzt haben. Es sollen sich dort Werften und kleinere Fabriken befunden haben, wo man Ersatzteile und kleinere Materialien selber herstellen konnte. Durch die vulkanischen Aktivitäten konnte man Energie erzeugen, besonders elektrisches Licht, welches bei einer unterirdischen Station besonders viel benötigt wird. Berichten zufolge fand man in den eisfreien und warmen Regionen ein Tal mit Vegetation. Dort konnte man Landwirtschaft betreiben. Auch wurde dort Mutterboden abgebaut, um ebenfalls unterirdisch Landwirtschaft zu betreiben. Bereits zu Anfang des Krieges suchten die Nationalsozialisten in den östlich eroberten Gebieten nach kälteresistenten Saaten. Man forschte auch an besonders resistenten, also nicht nur gegen Kälte, sondern auch Pflanzen, die mit wenig Licht hohe Erträge liefern. Offiziell hat man diese Forschung betrieben, um den Lebensraum im Osten nutzen zu können. Doch sind wir mal ehrlich, die Ukraine ist die Kornkammer Europas und in Russland ist trotz strengen Wintern viel und ertragreiche Landwirtschaft möglich. Wofür benötigte man also Supersaaten, wenn nicht für den Einsatz an den Polgebieten? Auch hier ergibt diese Forschung Sinn, wenn man sie in der Basis 211 zum Einsatz bringen wollte. Die Station konnte sich also selbst versorgen und brachte dem Reich diverse Vorteile im Bereich der Rohstoffversorgung. Kam auch hierher das Uran für die Atomforschung im Dritten Reich oder wurde sie auch in der Basis 211 betrieben? Da die Station gute Erträge lieferte, wuchs auch der Bedarf an Personal und Material. Berichten zufolge arbeiteten bereits im Jahre 1943 mehrere 10.000 Menschen in der deutschen Basis am Südpol. Über wie unterirdisch, da es mehrere Stationen gab, die über ein großes Gebiet verteilt und unterirdisch fast alle durch natürliche Karstholen miteinander verbunden waren. Genügend Ressourcen standen zur Verfügung, geeignete Bereiche und Höhlen für Stationen wurden gefunden. Die Grundvoraussetzung für eine Station im ewigen Eis war somit gegeben. Wenn es Wissenschaftler geschafft haben, in solch einer Umgebung eine autarke Station zu errichten, dann waren es Wissenschaftler des Dritten Reiches. Die Forschung wurde massiv ausgebaut, mit fast unbegrenzten Geldmitteln unterstützt. Alleine auf dem Gebiet der Luftfahrt war die deutsche Forschung ihren Gegnern um 40 Jahre voraus und das laut offiziellen Angaben.
Die meisten technischen Meilensteine wurden in der vergleichsweise geringen Zeitspanne des Zweiten Weltkrieges von deutscher Seite aus gesetzt. Die Frage ist nicht, ob es diese Forschung gab. Die Frage ist, wie weit sie mit ihrer Forschung kamen. Als die Alliierten und insbesondere die USA ihren unerbittlichen Vorstoß auf die deutsche Industrie begannen, um an die Entwicklung zu gelangen, wurden viele geheime Techniken, Verfahren, Prototypen, Unterlagen und Wissenschaftler bereits nach Neuschwabenland evakuiert. Zum Ende des Jahres 1944 war die Evakuierung auf dem Höchststand. Sie endete nicht im Mai 1945. Aus den besetzten und noch freien Gebieten wurden weiter evakuiert. Alleine die Heeresgruppe Kurland verteidigte ihren Bereich bis zum 10.05.45 nach offiziellen Angaben. Doch Augenzeugen berichten noch von weiteren Kämpfen, die bis in den April andauerten. Auch die Reste der Armee Ostpreußen legte die Waffen erst am 14.05.45 nieder, obwohl der Krieg offiziell am 8. Mai 1945 endete und alle Teile der Wehrmacht kapitulierten. Man sollte sich die Frage stellen, warum diese Gebiete noch so lange verteidigt wurden. Von diesen Orten aus lief die Evakuierung weiter. Erst nach Abschluss kam der Befehl zum Einstellen der Kampfhandlungen. Um ein Verständnis davon zu bekommen, wie gut das Dritte Reich noch kurz vor Kriegsende organisiert war, schauen wir auf Berlin. Dort gab es im April 1945 Linienflüge der deutschen Lufthansa. Das Reich lag in Trümmern. Die Knappheit an Ressourcen und besonders an Flugbenzin hatte ihren Höhepunkt erreicht. Die Lufthoheit war gefallen und trotzdem flog die Lufthansa noch mit ihren Flugzeugen Linienflüge. Sich vorstellen, alles totales Chaos rundherum. Und dann gibt es noch Linienflüge der deutschen Lufthansa von Enns aus nach Berlin. März 1945 wurde der letzte Flugplan der Lufthansa aufgestellt. Und die Strecke 17, die war also immer so geflogen, Berlin, Prag, Wien. Trotz widrigsten Bedingungen schafften es die Deutschen, den Betrieb am Laufen zu halten. Die Luftfahrzeugführer starteten trotz Feindfliegern die Jagd auf alles, was sich am Himmel befand, machten. Auch hier war die Opferbereitschaft grenzenlos. Jetzt sollte man ein Verständnis dafür haben, dass es, obwohl das Ende nahte, man noch in der Lage gewesen war, große Evakuierungen durchzuführen und eine Station anzulaufen, die am anderen Ende der Welt lag.